die Reise geht los. Es ist Freitagnachmittag und ich fahre jetzt zu meiner Fastenklinik nach Schloss Warnsdorf. Werbung. Muss ich nochmal irgendwie schreiben, ne? Werbung. Und meine Blumen. Ich habe nämlich so schöne Blumen noch gekriegt. Die nehme ich natürlich mit, weil die so hübsch sind. Die kann ich ja nicht einfach hier zu Hause lassen. Und jetzt geht's gleich zum Arzt und dann machen wir Check und Blutabnahme und Wiegen und was weiß ich. Und dann geht das los. Fasten, erster Tag. Ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Hoho. Und nachher muss ich Glaubersalz trinken und dann schwappt das alles so. Naja, ich berichte. Leute, was ist das spannend? Ich liebe das hier. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr. 16.30 Uhr hatte ich meinen Termin und ich war jetzt anderthalb Stunden beim Doc und bei der Aufnahme und bei dem ganzen EKG-Gedöns und so weiter und so fort. Und mir tut das immer gut, wenn man sich so um mich kümmert. Kennt ihr das? Man kümmert sich so und es ist alles so, ach, es ist so für mich sowieso hier wie nach Hause kommen, weil ich hier eben einmal im Jahr sowieso ja faste. Und man kriegt immer ganz viele Sachen. Das habe ich alles hier. Oh, guck mal, ich bin noch nicht mal ausgezogen. Ich habe gerade mein Zimmer bezogen, sitze jetzt hier auf meinem Bett. So, hier gibt es dann immer so einen Beutel. Und in dem Beutel sind ganz viele Sachen drin. Und ganz viele Dinge, was man so sich durchlesen kann und machen kann und so weiter. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist alles so spannend. Ich habe aber nur noch 10 Sekunden Zeit, euch das zu zeigen, weil dann ist Instagram wieder vorbei. Also das ist so, was man so den ganzen Tag über macht. Da, hier. Seht ihr das? Ich zeige euch das gleich mal im Neuen. Bis gleich. Das ist super. Fast der nächste Teil. Also hier sind jetzt alle Sachen, die ich jetzt zum Fasten hier bekommen habe. Und zwar, das ist Heilerde, die soll ich immer vor dem Leberwickel nehmen, damit eben die ganzen belastenden Stoffe hier mit gebunden werden und dann eben die Leber schneller aus dem Körper ausscheiden kann. Magnesium, hier Magnesium, da ich ja auch viel Sport machen werde und viel mich bewegen werde, braucht der Körper sowieso Magnesium. Dann kriege ich hier so einen schönen Lufferhandschuh. Da steht dann hier auch noch die Technik, wie man den einsetzt. Linkes Bein, rechtes Bein. Und dann habe ich hier natürlich so ein Pipi-Dings. Das muss ich morgen früh dann eben abgeben. Und jetzt gleich kommt das Allerschlimmste. Oh, das hier, das ist dieses Zeugs. Das ist ähnlich wie Glaubersalz. Also bedeutet, ich trinke das und ungefähr eine Stunde später seht ihr mich dann oder hört ihr mich dann für ungefähr eine halbe Stunde auf dem Klo sitzen. Ja. Was eben total cool hier ist, das liebe ich so an dieser Klinik. Also jeden Morgen gibt es um 8 Uhr kann man Kneippsche Güsse mitmachen, dann kann man Rückenfit mitmachen, Bodyforming, Walking, Aquagym und hier gibt es noch Fasziendehnung. Und dann gibt es jeden Tag noch andere Programme, die so Feldenkreis, Kochdemonstration, Fahrt nach Timmendorfer Strand, autogenes Training, Arztvortrag. Was haben wir denn hier noch so? Golf zum Kennenlernen, Yoga. Jetzt hier heute Abend, Freitagabend, das ist heute 19 Uhr, finde ich total toll. Eine Filmdokumentation zum Thema Faszien im Wintergarten. Da gehe ich natürlich hin. Sowas finde ich also auch toll. Das wird alles so nebenbei angeboten. Und dann bekommt man eben auch immer noch Einläufe und dann hat man Laborbesprechungen und dann wieder eine Arztvisite und dann muss man Blut natürlich abnehmen und eine Massage. Also ich finde das großartig. Hier ist dann auch nochmal so ein Bogen, was man alles so mitmachen kann. Herrlich, ich liebe das. Leute, jetzt seid ihr live dabei, wenn ich dieses Abführmittel hier zu mir nehme. Das soll ich jetzt mit Wasser verdünnen und dann trinke ich das. Das mache ich jetzt und dann sage ich euch, wie lange es gedauert hat, bis das Schock durch meinen Körper und unten wieder rausschießt. Das ist immer sehr lustig. Ach, jetzt muss ich das hier noch machen. Das ist immer sehr lustig. Dann sitzt man so 20 Minuten auf dem Klo und das Witzige ist ja, wenn man sowas nimmt, ich bin ja schon Profi drin, aber wenn man sowas nimmt, dann denkt man so nach dem ersten Mal, ach, jetzt ist es vorbei. Dann steht man auf, ne, und geht so seiner Wege und auf einmal geht das nochmal los. Und du musst wirklich rennen dann zur Toilette, damit das nicht irgendwie in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Prost habe ich da reingetan. Mal sehen, wie das schmeckt. Oh, zum Kotzen. So, jetzt auf Ex. Prost. Wie spät haben wir es? Kurz vor 8. Ich melde mich, wenn ich meine erste Sitzung hinter mir habe. Oh, hauaha, das hat aber lang gedauert jetzt. Es ist jetzt 10:30 Uhr. Um 8 habe ich das Abführmittel genommen. Und jetzt war ich gerade die letzten 20 Minuten auf dem Klo. Und ich war schon fast eingeschlafen. Ich war so, oh, ich habe so Big Bounce geguckt oder was auch immer. Und war schon so am Wegdämmern. Und dann ging es auf einmal los. Ja, Ravoms. Und dann kam es in Schüben.
So, also Kopfkino aus. Ich versuche jetzt zu schlafen. Ich bin todmüde jetzt. Fernsehen aus und morgen zweiter Fastentag. Also ersten habe ich super gut überstanden. Gutes Nächtle. Einen wunderschönen Samstagmorgen. Es ist noch ganz früh. Es ist kurz nach sieben, sieben nach sieben oder so. Und eben gerade klopfte es an meiner Tür und weckte mich. Und da kam die nette, ja, wie nennt sich das denn? Nachtschwester oder was auch immer, wie sich das nennt. Oder Schwester. Und brachte mir einen Morgentee und ein bisschen Milchzucker. Also ich darf jetzt diesen, das ist so ein Kräutertee, darf ich jetzt trinken und ein bisschen Milchzucker, dann komme ich so ein bisschen in Schwung. Das geht, glaube ich, für Diabetiker nicht und so weiter. Das steht aber alles hier überall drin. Also das wird hier drauf geachtet, wer was trinken darf und wer was machen darf. So, das trinke ich jetzt und dann gehe ich rüber ins Schwimmbad und da gibt es gleich Kneippsche Güsse und danach gehe ich zum Sport und danach gehe ich zum Bodyforming und danach machen wir Walking und dann machen wir doch Aquagymnastik. Das ist mein Morgen und dann bin ich bis 1 Uhr durchgetaktet und dann mache ich Leberwickel und gehe schlafen. So, ich laufe jetzt hier durchs Schloss, das ist hier Schloss Warnsdorf. Hier laufe ich jetzt runter in meinem Badepantel. Ich bin Zimmer 32 mit meinem Morgenurin. Das ist ein bisschen eklig, ne? Tut mir leid. Da laufe ich jetzt rüber, weil ich komme nicht an der medizinischen Abteilung vorbei und gebe da schnell mein Urin ab. Und dann gehe ich zu den Kneippschen Küssen. Ja, ihr wolltet es so, ne? Ihr wolltet mit Fasten. Also müsst ihr das jetzt hier ertragen, die bittere Wahrheit. Oh, ich sehe aus müde, ne? So, jetzt bin ich hier beim Schwimmbad und im Hintergrund hört man schon die Damen juchzen, weil sie alle nämlich kalt abgeduscht werden von einer netten Krankenschwester oder was weiß ich, wie man sich die hier immer so nennt, die medizinische, was weiß ich, Angestellten. Und ich ziehe mich jetzt aus, stelle mich dazu und werde auch kalt abgeduscht. Oh, das ist am Anfang echt shocking, aber danach ist es total geil. So, jetzt bin ich gekneippguscht. Jo, ist total schön, ne? So einmal so richtig schön nass gemacht, ganz, ganz kalt. Hier ist dieses tolle Schwimmbad, da machen wir nachher Aquafit. Aber jetzt gehe ich erstmal nach oben. Oben ist nämlich die Sporthalle, das ist eine ehemalige Tennishalle und ist jetzt so toll mit Sport ausgelegt. Und da gibt es jetzt Morgengymnastik und Fasziendehnung. Ich freue mich. So, erster Teil Sport hinter mich gebracht. Und zwar eine halbe Stunde haben wir so eine schöne, super einfachen, leichten Übungen gemacht. Also, dass man nicht ins Schwitzen kommt, aber dass man sich total dehnt. Also so richtige Dehnübungen. Man fühlt sich richtig gut. Also ich ärgere mich, dass ich sowas nicht jeden Tag machen kann oder mache. Andere machen es ja jeden Tag. Ich würde das zu gerne jeden Tag machen. Jetzt sitze ich hier gerade auf so einem Fahrrad hier und strampel hier so ein bisschen vor mich hin. In einer halben Stunde geht es weiter und wir machen heute Fasziendehnung. Oh, das finde ich ja toll. Ich bin ja voll der Faszienmensch geworden. Also ich bin schon wieder voll in meinem Element. Mir geht es super gut. Und übrigens, seit gestern Morgen nichts gegessen, also über 24 Stunden nichts gegessen. Und ich habe null Hunger. Das ist einfach so, wenn man sich drauf einstellt. Echt, ach, herrlich. Oh, Faszientraining vorbei. Total cool. Das macht so einen Spaß. Die sind auch so nett und es ist alles, ach, es ist herrlich hier. Ich trinke jetzt gerade ganz, ganz viel und jetzt geht es gleich weiter. In einer Viertelstunde, ich muss mich jetzt schnell umziehen, machen wir Nordic Walking. Ich nehme allerdings immer keine Stöcker. Ich mag das nicht. Ich jogge lieber so ein bisschen immer vor und zurück. Ah, mache ich mein Läufchen jetzt, ne? Also, ich liebe es, mich zu bewegen und ich tue es einfach zu Hause viel zu selten. Außer mein Läufchen kriege ich ja nichts anderes auf die Reihe. Und das muss man mal machen. Man muss einfach auch mehr sich so dehnen. Und da sind so kleine Übungen, wo man nur so seinen Po so hoch und runter macht. Herrlich, es geht einem sofort gleich tausendmal besser. Mein Körper genießt das und dankt es mir gerade. Toll. Oh, wir sind vom Nordic Walking zurück. Und da hinten, was sieht man das? Da, das ist das Schloss. Jetzt sieht man das gar nicht, da ist so ein blöder Busch davor. Muss ich mal hier irgendwie hinwackeln. Kann man das jetzt erkennen? Das ist das Schloss, da wohne ich gerade drin. Und da renne ich jetzt hin. Und dann heißt es umziehen. Hier ist voll, das ist voll der Stress hier gerade. Dann heißt es umziehen und dann geht es zum Aquafit in dieses schöne Schwimmbad rein. Das machen wir jetzt. Ah, es ist herrlich. Kalt, aber ein Glück nicht nass, obwohl wäre auch egal, ne? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Klamotten. Also Wahnsinn und es ist jetzt, weiß ich gar nicht wie spät das ist, ich glaube 11 oder 11:30 und ich habe schon so viel geschafft heute und ich sprühe vor Energie. Ach, meine schönen Blumen sind da. So, jetzt aber ganz schnell auf zum Aquafit. Ah, das ist hier ein Stress, aber ja, so ein schöner Stress, ne?
Ich bin ja nun nicht ganz mehr so dick wie letztes Jahr. Da freue ich mich ja schon sehr. Das hat ja schon gut geklappt. Also man kann sich ja so einigermaßen sehen lassen, aber hier kann ich mich nicht sehen lassen. Seht ihr das? Das ist nach wie vor echt schlimm. Und ich habe vorgestern Stern-TV geguckt und da war sowas über Lipödeme. Und da waren ganz viele Frauen, die wirklich normal, also hier oben so ganz relativ normal alles sind und sportlich sind und viel machen und trotzdem so fette Beine haben. Und ich, also kann das sein, dass ich vielleicht ein Lipödem habe hier mit diesem Ding? Kennt sich damit jemand aus? Weil das scheint ja auch noch nicht so richtig irgendwie zu sein. Ich habe auch gestern den netten Arzt hier gefragt, der kannte das nicht mal. Der kennt nur Lymphödem, aber Lipödem kannte er gar nicht. Naja, egal. Scheint irgendwie, ja, irgendwas Neumodischeres zu sein. Aber guck mal hier, das kriege ich auch nicht so weg. Seht ihr das? Das ist doch schlimm. Oder bin ich einfach nur zu fett? Das Coole ist, dass alles eben unter Tage ist. Also überall sind hier Gänge. Also man müsste niemals raus, wenn man nicht will. Ich bin ja jetzt auch nur im Bademantel und kann jetzt hier einfach durchgehen. Das ist echt praktisch gemacht. Und schon bin ich da schwupps in dem anderen Bau und bin dann beim Schwimmbad, bei der Sporthalle, bei der medizinischen Abteilung. Das ist echt cool gemacht. Und hier gibt es immer so Ausstellungen. Das wäre doch mal was hier für meine Bekannte. Die könnte hier mal ihre Bilder aushängen. So, und dies hier, oh nee, warte mal, wo ist das denn? Das muss ich euch auch noch zeigen. Hier. Dieses Gewicht, 40 Kilogramm, ließ Kapitän Schnarre nach 66 Fastentagen in Warnsdorf zurück. Auch nicht schlecht, ne? So, ab. Und schwupp, bin ich hier schon beim Schwimmbad. Und hier ist schon die erste Gruppe. Ich habe mich bei der zweiten angemeldet. Und das ist die medizinische Abteilung. Jetzt sind die ja gerade alle im Wasser, deswegen kann ich hier mal kurz filmen. Das sind die Infrarotkabinen. Hier sind die Kneippchengüsse. Also hier steht man immer und dann wird man hier abgespritzt mit diesem Ding. Hier ist die Sauna. Und hier geht es nach draußen. Ist auch noch schön gemacht. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Flupp. Da kann man dann hier noch auch Kneippbaden machen. Da vorne ist noch eine Außensauna. Und hier kann man dann eben auch noch duschen. Ist wirklich schön. Also gerade im Sommer ist es natürlich hier ein Traum, ne? So, und dann ist hier noch das Dampfbad und da drüben, da kann man dann noch liegen, aber da liegt gerade jemand, deswegen filme ich da jetzt nicht. Und jetzt wandere ich wieder zurück und der nächste Programmpunkt heute ist Leberwickel. Jetzt gehe ich also zum Leberwickel und Dankeschön, danke, danke. Jetzt gehe ich zum Leberwickel und das bedeutet, ich lege mich ins Bett und dann kommt eine nette Dame, die tut mir ein, die tut mir drauflegen tun, die legt mir ein, eine Wärmflasche, meine Güte, Wortfindungsstörung. Die legt mir eine Wärmflasche auf die Leber und wickelt mich dann so schön ein. Und dann darf ich eine Stunde ruhen und noch einen Tee trinken. Dann kriege ich ein bisschen Honig. Und dann ist auch schon irgendwie später Nachmittag. So schnell vergeht hier die Zeit. Oh, mir rutscht das runter. Oh, Hilfe. Ich habe völlig vergessen zu erzählen, es gibt mittags hier immer auch eine Suppe. Jetzt bin ich hier im Roten Salon, so heißt das. Und hier werden dann immer Suppen kredenzt. Und es gibt heute eine Gemüsebrühe und eine Tomatensuppe. Und ich bin ja überhaupt kein Suppenkasper. Aber ich habe eben gerade schon die Tomatensuppe probiert und die schmeckt richtig lecker. Vor allen Dingen, wenn man so seit 2 Tagen überhaupt gar keinen Geschmack mehr im Mund hat, ist das echt eine wahre Geschmacksexplosion. Also macht Spaß. Die nehme ich jetzt mit und dann kriege ich meinen Leberwickel. Haha, mein Süppchen hier, mein Tomatensüppchen und ich, wir liegen jetzt im Bett und ich habe hier eine tolle Wärmflasche und so ein Leinentuch. Jetzt muss ich das mal erklären, ne? Jetzt muss man das hier so hinlegen, zerzück, Wärmflasche drauf, Uffe Leber, schwupp, schwupp. Dann kann man das hier noch so richtig sich einwickeln dick damit. Ich müsste jetzt nochmal aufstehen und das mich hier so mit diesem Tuch hier so einwickeln. Das muss ich gleich machen ohne Kamera. Zack. Und dann schön hier ins Bett und ein Stündchen schlummern. Das gehört auch dazu. Und die Leber, die arbeitet jetzt hier gerade ganz, ganz doll für mich. Ach, herrlich. Schön. So,
Jetzt liege ich hier in meinem Bettchen und mein Leberwickel ist gemacht und es ist total wohlig warm und jetzt werde ich ein Stündchen ruhen. Und ich habe völlig vergessen zu erwähnen, heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox müsst ihr unbedingt Planet der Dicken gucken. Da seht ihr nämlich mich wieder, da bin ich wieder mit dabei. Und ja, erzähle so ein bisschen, dass ich jetzt eben die Kurve gekriegt habe und nicht mehr so viel Süßigkeitenkram esse und mich viel mehr bewege und viel mehr so auf meinen Körper höre und viel mehr mit ihm mache und ja, mich rundum wohlfühle. Deswegen ja auch diese Fastenwoche hier heute. So, gutes Nächtle, bis gleich. Dies hier ist übrigens der Saal, wo die Leute, die dann wieder Fastenbrechen machen oder die nur so eine Reduktionskost machen, so mit 1000 oder 1200 Kilokalorien, essen. Toll, ne? Ist alles so schön, auf alt und stilvoll. Und da hinten ist der See. Und hier geht es dann wieder raus. Hier ist der Wintergarten. Hier war gestern übrigens, hier saßen wir alle und wollten hier dieses Faszien-Film da gucken, hier auf diesem kleinen Gerät. Aber irgendwie ging das nicht. Und der arme Mann, der das uns eingerichtet hat, der ist verzweifelt. Der hat das nicht zum Laufen gebracht und wir haben dann einfach Jörg Pilawa geguckt. Auch nicht schlecht, ne? Ja, und hier geht's dann, also im Sommer ist das natürlich hier göttlich, ne? Kann man hier draußen sitzen. Es regnet. So, und jetzt muss ich tatsächlich einmal doch hier rum. Doch, ich hätte auch irgendwie unten rumgehen können. Stimmt. Nee, man muss hier raus. Oh Gott, ich bin hier gerade völlig verwirrt. Also hier hinter mir das Schloss und hier ist die Sporthalle und die Schwimmhalle. Hier ist die medizinische Abteilung. Hier sind noch ein paar andere Hotelzimmer, also Gästezimmer, Betten und so weiter. Und da vorne, da wo ich jetzt gerade hingehe, das ist die Remise und da findet jetzt autogenes Training statt. Und ich nehme hier ja alles mit, ne? Dann wird einem hier nicht langweilig und man kommt gar nicht erst zum Hungergefühl kriegen. Ja, und jetzt Schnee regnet das gerade und da muss ich jetzt hin. So. Autogenes Training ist vorbei hier. Wir haben so wie so tolle Lammfellmatten, da liegen wir drauf und hier ist dann der ganze Text, der dann so toll vorgesagt wird von einer ganz wunderbaren Frau. Und uns geht es gerade allen hervorragend und blendend. Total cool hier. Hier, das sind jetzt die Leitsätze, die man so sagen kann. Total cool, die kriegen wir mit. Hat sie uns netterweise ausgedrückt. Echt toll. So, jetzt ist es so langsam dunkel und wir wackeln jetzt hier wieder zum Schloss zurück, sind völlig entspannt, haben hier ganz viele Entspannungsübungen. Es geht uns richtig gut und sie hatte so eine tolle Lavendel-Augenmaske dabei für jeden von uns. Das ist auch toll. Ach, herrlich. Also ich schwebe hier gerade. Sehr, sehr schön. Das einzig Nervige hier am Schloss ist, hier ist der Internetempfang sowas von grottenschlecht. Also bis ich was hochgeladen habe, das ist der Knaller. Also bis da irgendwas ist. So, und jetzt möchte ich für heute Abend nochmal wieder was auf meinem YouTube-Kanal natürlich posten. Weil wenn ich schon mal wieder im Fernsehen komme, muss ich da ja auch mal wieder was Neues zeigen. Und wollte so einen schönen Zusammenschnitt machen, so von meinen letzten Taten, die ich so gemacht habe. Ich habe gar keine Chance. Der sagt immer, ich brauche eine Internetverbindung. Also ich habe hier nichts. So, und jetzt mache ich das so. Jetzt fahre ich einfach nach Scharbeutz oder Timmendorfer Strand. Das ist hier gleich echt um die Ecke. Und da setze ich mich in ein Café und esse nichts, aber trinke einen schönen Tee. Und da habe ich hoffentlich dann irgendwie besseren Empfang. Und mache das da mal alles. Das ist ja irre. Ich bin jetzt Timmendorfer Strand. Und das sieht so toll aus hier. Die haben hier solche Dinger. Das ist total hübsch. Da hinten auch. Sieht man das? Moment, wo ist es? Oh, da. So ein bisschen wie Feuerwerk, ne? So, und ich gehe jetzt hier ins Café Wichtig. Da setze ich mich jetzt hin und trinke einen schönen Tee und werde mal alles hochladen. Oh, da kommen Autos. Hilfe, Hilfe. So sitze ich jetzt hier im Café. Haha. So, jetzt schneide ich hier nochmal schnell einen Film und stecke das bei YouTube hoch. Und es ist schon 7:15. In einer Stunde beginnt schon Vox Planet der Dicken. Haha, mit mir. Hallihallo, liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin mal wieder auf YouTube zu sehen und das aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar heute am 2.2., Samstag der 2.2., 20.15 Uhr, kommt Planet der Dicken auf Vox. Planet der Dicken, zweiter Teil. Und da mache ich auch wieder mit. Und ich kenne das schon. Immer wenn ich im Fernsehen zu sehen bin, dann platzt immer mein YouTube-Kanal und Facebook und Instagram und alle folgen mir. Und das finde ich total toll. Deswegen auch hier von mir jetzt mal kurz eine Nachricht an alle Neuen, die mich gerne kennenlernen wollen und die sich gerne mit mir
mir befreundet worden. Ich freue mich da total drüber. Also abonniert meinen Kanal gerne und schreibt mir was. Ich versuche allen immer zurückzuschreiben. Und wir treffen uns auch manchmal. Am 12.01. zum Beispiel hatte ich ein Meet and Greet wieder mit ganz vielen Leuten in Hamburg. Das hat total Spaß gemacht. Wenn du dabei sein willst, mich kennenlernen möchtest, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich, ich freue mich. Ja, was kann ich noch sagen? Oh, ihr könnt mir einen ganz großen Gefallen tun. Und zwar mein Sohn, der macht gerade, oder was heißt der macht gerade? Der hat ein Video gemacht, hat er auf meinem Kanal gepostet. Der braucht da ganz viele Likes. Das geht um GLS-Sprachenreisen. Er hat nämlich vor, nach Vancouver zu fliegen und dort eben ein Highschool-Jahr zu machen. Und da könnte er ein Stipendium gewinnen, wenn er ganz viele Likes kriegt. Deswegen freue ich mich, wenn ihr ihn heute liked, also wenn ihr sein Video liked hier auf meinem Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Und wenn ihr mich abonniert und wenn ihr mit mir zusammen die Welt ein bisschen leichter machen wollt. Also ich freue mich. Bis später. Ich schreibe euch jetzt gleich.